Okay, jetzt noch der kleine. Mukambu. Mukambu. Und der ist ganz gut, der ist lustig. Ich hoffe, der wird jetzt nicht zu deftig, der Angriff. Ich weiß nicht, wie der... Okay, der ist okay. Das packt ja. 11 Schadenspunkte. Das geht. 11 Schadenspunkte ist okay. Und Kabam. Fangbereit. Eindeutig. Den könnte man... Der kann sich hier... Den vermischt mit Kratos. Und wenn Kratos dann Glück hat, kriegt Kratos einen Heal-Skill. Oh, das wäre krass. Okay, dann Verteidigung, ich versuch's nochmal. Mal gucken, ob es klappt. Moment. So, da bin ich wieder entschuldigt. Genau in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, also die Aufnahme pausiert habe, da hat der Kleine sich geheilt. Mal wieder. Wir greifen wieder an. Er geht in Defense. Ich versuch's mal. Jetzt kann ich es versuchen, denke ich. Also er hielt sich. Er greift an. Aber du wirst zu uns gehören. Draußen müsste es noch so rotes sein. Den können wir ja mal von Kratos besiegen lassen. Ne? Dass der auch ein bisschen was zu tun bekommt. Der muss ja auch ein bisschen leveln. Ah, der ist schon Level 3, ne? Der ist gleich Level 3. Schon. Die alle hier sind ja nur Level 1. Hier müsste da einer sein. Oder? Ja, guck mal. So, Kollege. Kratos freut sich schon auf dich. Wieder zwei. Oh, wieder dieselbe Nummer. Ist machbar. Rufen. Kratos. Das sollte gehen. Kratos ist Erde-Wasser. Wasser gegen Feuer und Erde gegen Wasser. Und keiner von den Beten hat eine Angriffsfläche, weil Kratos nicht Luft ist. Wasserangriff. Sollte gehen. Au, es hat wehgetan. Wenn das so bleibt, können wir den eigentlich fangen. Jetzt kannst du knicken. Spezial war... Ach, Mist. Wir wechseln wieder. Versuchen den einen zu fangen, den anderen machen wir dann wieder zu klein, Stück für Stück. Okay. Wir werden nicht angegriffen. Fangen. Parteischuh. Oder wie der hieß. Sehr schön. Okay, den haben wir hoch. Gut. Er hat gekrittet. Was? Du krittest, du kleines Kerlchen? Nix da. 11 Punkte. Was ist denn? Ein Krittmeister oder was? So, jetzt kann ich dich fangen. Also er hielt sich. Verflixt. Dein Gott. Er ist kein Defense, da kann ich dir so mal treffen. Ach, es geht in Defense. Das Problem ist, so können wir die Fangen. Und nochmal angreifen kann ich ihn auch nicht. Mal gucken, ob vielleicht sich nochmal healt oder ob er in Defense jetzt geht. So. Gucke, was du kannst, kann ich auch. Er greift an. Mist. Weder noch das von den Möglichkeiten, die ich. Doch, wir können wir testen es mal.
Wir testen mal, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, ist ein Leuchtkäferkokon weg. Können wir ihn weniger mitnehmen nach Hause. Naja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Aber guck mal, ob es vielleicht doch klappt. Wäre echt gut, wenn es klappt. Da bin ich mal gespannt. Da hinten war wie so ein Tempel, ne? Da müssen wir mal gucken gehen. Und? Sieht gut aus. Ja, sehr schön. Da wurde noch blau war. Also im blauen Bereich, ne? Im guten Bereich. Im grünen Bereich geht ja nicht. Ist ja blau. Dev Spiegel. Deva Spiegel, was ist's? Oh, Rang 5. Ja, super. Warte mal ganz kurz. Status. Nutzen. Was ist denn Deva Spiegel? Beschreibung. Schutz vor allem. Reflektiert alle unreinen Elemente. Schützt gegen alle unnormalen Zustände. Zerbricht aber im Verlauf der Anwendung. Also in Allround-Schutz. Schutz jetzt gegen Vergiftung, gegen Verbrennung oder so. Oder auch allgemein kann mich niemand mehr angreifen. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Wie sieht's bei dir aus? Familie Kratos. Terra Feia. Patron, der Affäre. Okay. Da kann man dann eine neue Familiengeschichte aufbauen. Finde ich irgendwie cool. So, was haben wir hier hinten jetzt? Was haben wir hier? Ich klicke mal ein bisschen, ob ich hier irgendwas machen kann. Oha. Was ist hier hinten? Ach, guck mal. Wir sind doch, ne, als wir hierher gegangen sind, sind wir doch von hier gekommen. Alles klar. Wir wären so oder so hierher gekommen. Hier haben wir noch so einen Kerch. Oh, hier geht noch ein Weg lang. Darf ich dich mal stören mit dem Schläfchen, mein Guter? Ja, Stufe 3. Ich will den aber fangen. Den würde ich gerne fangen. Da kann Kratos ruhig drin bleiben. Der ist Erde. Ich hätte nichts, um ihn anzugreifen. Ich bräuchte ein Luftmonster, um ihn anzugreifen. Hab ich jetzt nicht. Kratos hat leider keine Luft. Haha. Oh, wieso macht er so ein Damage? Wieso mache ich so wenig Damage? Ha! Das ist gerade so gar nicht gut. Das ist gerade so gar nicht gut. Ich bin Wasser. Das heißt, ich bin anfällig gegen seine Erdattacken, obwohl ich auch Erde bin. Ich bin trotzdem ein bisschen anfällig, weil wegen Wasser. Uha. Ich kann es Erde gegen Erde maximal versuchen. Wasser würde nichts bringen. Zieht schon ein bisschen mehr ab. Aber Mana ist alle. Normale Angriffe. Bis er im roten Bereich ist, dann kann ich versuchen zu fangen. Na komm, komm, komm. Bäm. Kratos macht das. Das ist auch Stufe 3, darum ist das schon so ein bisschen deftiger. 15, mal gucken, wie viel es abzieht. 15. 8. Wechseln. Also nochmal lieber nicht. Nochmal eher nicht. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gleich wieder angreift. Das wäre schlecht. Du darfst nicht angreifen. Darfst du nicht. Oh, er greift an. Okay, das geht. Fangen. Wir versuchen es. Er ist im roten Bereich. Wenn wir Glück haben, geht's. Ich bin mal gespannt, wo der andere Weg noch hinführt. Dann haben wir ja gar nichts sehen, wo wir zu dem Typen da sind. Jawohl, sehr schön. Ha, den haben wir auch. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Und jetzt? Ob wir den behalten oder... Behalten wir den und fusionieren den? Wir können noch 5 Stück fangen. 5 leere Kokons haben wir noch zum Fangen. Wir gehen mal hier, wir gucken mal hier lang. Aber warte mal, ich... Ui, ist ein Speicherpunkt. Oh, da liegt ein Beutel, ich hab's gesehen. Nutzen. Eine Kokos auf uns. Eine reicht schon.
Kratos. Also mal so. Speichern mal. Okay. Was haben wir hier? Hier ist ein Beutel und was noch? Der Beutel ist doch nicht alles. Ein Halsband aus Edelstein ist im Boden verborgen. Käferwurp aufgenommen. Jetzt können wir uns wo hin und her wurpen. Jetzt, wenn wir das anlegen, können wir uns wo schnell von A nach B wurpen. Das ist cool. Ich speichere mal das mal zusammen. Können wir eigentlich nochmal zu dem anderen Kokonmeister gehen? Geht das? Gucken. Der ist gelb, das ist Luft. Nicht so gut. Wartet mal kurz. Bevor ich mich jetzt bewege und der aufwacht. Nutzen. Scherblikör. Sicher ist sicher. Ich trau den nicht. Ich glaube, der wacht nur auf, wenn wir rennen. Der ist. Also, der ist am Sicherheit auch Level 3. Der vorher war schon ziemlich stark. Wir haben den nur besiegt. Er konnte ja keine seiner Magieangriffe wirken. Er hätte schon gekonnt, aber hätte nichts gebracht. Wenn der aber einen Magieangriff macht, ist es ein Luftangriff. Und Kratos ist Erde. Das heißt, er wäre definitiv effektiv. Und wir selber können dem nicht standhalten, weil er Level 3 ist. Haben wir ja vor uns gerade gesehen. Da brauchen wir erst eine andere Rüstung. Also es würde nichts bringen. Es würde jetzt echt nichts bringen, den anzugreifen. Ich überlege, wir können ja mal zu dem gehen. Wir gehen mal zu dem. Mal gucken, ob er da nochmal reingehen kann oder mit uns redet nochmal. Nein. Geh hoch. Die Steuerung. Wir können reingehen. Cool. Der ist noch hier. Ich würde gerne mal mit dir reden. Der Löwe von Parel. Der Löwe von Parel. Das ist der Name eines legendären schwarzen Löwen mit starkem Körper und starkem Geist. Hier in Parel ist es ein Titel, der Männern mit bestem Charakter vorbehalten ist. Oh, Möglichkeit, ne? Denk im Auftrag. Wie kennst werde ich dich? Ach so, gut, das haben wir schon alles wahrscheinlich. Denke immer. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Ich dachte, man hätte hier vielleicht noch ein bisschen mit dem reden können. Okay. Dann würde ich sagen, dann lauf mal lieber ein bisschen langsam. Der ist jetzt hier oben auch einer liegt. Von den kleinen Kerlen. Sieht aber nicht so aus. Okay, hier ist keiner. Waren in der Höhle noch Geheimnisse? Also hier links. Wo wir durchgerannt sind. Nee, ne? Wir gehen mal hier zurück. Die waren hier. Die können wir noch ein bisschen kämpfen. Level 1. Squid. Okay, Angriff. Bam. Nicht so viel, wie ich erwartet habe, aber ist okay. Die machen nicht viel Schaden, dann passt das schon. Ich würde sagen, ins Libellentor gehen wir dann in der nächsten Folge. Okay, greifen beide an. Okay. Ha! Das wollte ich nicht. Na gut, dagegen kann ich ja nichts machen. Wenn sie auf immer grittet, einfach so. Schade. Sehr, sehr schade. 9. Eigentlich hätte es nicht killen dürfen. Na gut, es war halt gegrittet. Da konnte ich nichts gegen machen. Wow, okay, das können wir versuchen gleich zu fangen. Fangen bitte. Bam, bam.
Ich mag die Musik. So eine Art Muschelflöte. Hätte ich auch gerne. Ich kann sie aber nicht spielen, bestimmt. Das kriege ich nicht hin. Ach, versuchen die das? Ja, okay, es gibt halt keine Monster im Wald, die man dann damit fangen kann. Aber cool wäre das. Gut, dann wären Pokémon cooler. Ja, oder? Schwierig. Monster, die man auf diese Weise hier, wie jetzt hier in-game, fangen kann zum Beispiel und fusionieren kann und alles drum und dran. Oder sowas wie Pokémon halt. Ne? Weiß nicht. Ich finde so kleine Monster hier auch ganz geil eigentlich. Hier muss noch eins sein, oder? Hier vorne? Keine mehr? Ist hier noch irgendwas? Okay, da können wir nicht hin. Nee, hier können wir nicht hin. Hier ist so nichts mehr, ne? Nee. Was sind eigentlich für Kugeln hier? Was sind eigentlich für Kugeln? Eine Deko, ja? So vom Springbrunnen her. Okay, gehen wir hier vor. Dann muss ich die Höhle wieder durch. Liegt hier was auf den Stein? Hier, direkt vor uns? Liegt hier was? Nee, okay. Das sah so komisch aus. Ja, das sieht man nicht immer gleich, ne? Sie mit dem Beutel. Oh, jetzt sind sie in Rot. Geht mal in Deckung, Leute. Ich muss hier durch. Kann ich hier was machen? An der Schildkröte? Nee, kann ich hier rüber? Das sind hier drüben Buchstaben. Guckt mal. Da. Seht ihr das? Nee, ist nix. Schade, das sieht so aus. Das ist ja irgendwie Steintafel oder so noch. Da gehen wir langsam. Ich will die ja nicht absichtlich angreifen. Ah, die hocken genau davor. Könnt ihr rübergehen? Ich will euch nicht angreifen. Ihr habt Angst. Das respektiere ich. Ihr wollt nicht kämpfen. Ist okay. Habe ich Verständnis für? Das muss auch nicht sein. Ah, der will kämpfen. Das ist klar. Der sieht schon so aggro aus. Patachu. Klingt wie irgendwie so ein indisches Gericht oder so. Patachu. Ich greife nochmal an. Wenn ich sehe, was geht. Wenn ich kritte, ist vorbei. Na, ja, alles klar. Boah, Crit. Schade, schade, schade. Ich habe noch ein paar leere Kokons. Ich würde die gerne noch füllen. Wir können schon gleich direkt zurückreisen. Ich weiß, aber will ich nicht. Wir können ja noch was fangen. Hier liegt auch nichts mehr. Wenn wir so über die Ränder abgucken. Sieht aber nicht so aus. Da ist auch nichts mehr. Ist jetzt hier noch was? Nee, ne? Das respawnt dann erst, wenn wir das verlassen haben, ne? Die Karte. Okay. Nutzen. Ausrüstung. Wertvolles war das. Okay, Beschreibung. Wertvolles Symbol eines Kokonmeisters bringt dich zum Barrieretor zurück. Okay, von wo? Hier Wissen. Wasserangriffe sind wirkungsvoller gegen Kreaturen des Feuers. Feuerangriffe sind wirkungsvoller gegen Geschöpfe des Windes. Höhere Werte bei Angriff und Mana wirken sich steigernd auf normale, speziell und Magieangriffe aus. Je höher deine Geschwindigkeit, desto häufiger kannst du deinen Gegner angreifen. Und das ist wichtig. Am besten Damage und Tempo. Schnell Schaden verursachen. Bei Vergiftung kannst du nur eingeschränkt körperlich oder mit Magie angreifen. Und du richtest weniger Schaden an. Oh, das ist ja mies. Du verlierst Gesundheit, wenn du am Zug bist. Na, das ist klar. Okay, haben wir drei Wissen. Da würde ich sagen, Jäger-Ohrring, wir verlassen den Wald. Gehen direkt zurück ins Dorf. Oder halt zum Barrieretor und dann ins Dorf. Mal gucken. Wir können nochmal kurz. Wir können ja auch nochmal kurz. Wir könnten auch nochmal kurz ins Libellentor gucken. Wir können ja hier direkt speichern. Ich würde sagen. Obwohl, nee, komm. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir speichern direkt hier. Obwohl, nee, wir gehen zurück ins Dorf. Das bringt uns jetzt nichts, wenn wir hier sind. Ach, wir sind direkt zu Hause. Das ist schön. Okay. Erstmal zu Garais Haus.
Wir machen jetzt noch schnell den kleinen Kram, dass wir das in der nächsten Folge dann nicht machen müssen. Ne? Okay. Fusionieren. Tödlich. Ja, ja. Nun, was sollen wir machen? Nagizaro beschwören? Unseren Feind den liegen. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. Das drücke ich jetzt weg. Das müssen wir nicht ständig immer wieder hören. Da. Gut. Vereinen Spinnen. Okay, wir machen alles, wir spinnen das alles um. Jawohl. So. Okay. Das will ich ja tun. Das ist der Plan. Wir speichern hier, wir holen uns dann die Ausrüstung in der nächsten Folge. So, wir speichern noch schnell. Ja, wir überschreiben den. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.